Der Swixit-Client bietet mehrere Möglichkeiten, einen Ruf zu übergeben. Bei einem eingehenden oder ausgehenden Anruf, der aktiv auf meiner Leitungstaste liegt, habe ich dann die Möglichkeit, eine zweite Leitungstaste zu aktivieren und hier dann einen weiteren Ruf aufzubauen und diesen dann mit der Taste Verbinden zu übergeben. Sollte ich diese Taste mal in meiner Oberfläche nicht finden, kann ich das Ganze auch über die Funktionen aufrufen und hier auch die entsprechende Funktion auswählen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sofern ich das entsprechende Ziel auf einer Namenstaste hinterlegt habe, auch damit zu arbeiten. Ich klicke auf die entsprechende Namenstaste, der Ruf wird auf der zweiten Leitungstaste dann automatisch aufgebaut. Dann kann ich eine kurze Ansage machen an den Kollegen zum Beispiel und dann über die Taste Verbinden auch hier den Ruf wieder übergeben.